Hallo Fans der elektrischen Zigarette, ich grüße euch. Ja, heute will ich mal eine kleine Vorbereitung machen für den Dual Coil Ayeti. In dem Falle will ich einen 0,15er Nichromdraht mit Silberdraht verschweißen und ich möchte mal testen, wie das hier so ist gegenüber dem normalen Nichromdraht. Also der ist wesentlich heller, der reine Silberdraht, gegenüber dem anderen, und der ist auch viel, viel weicher, geschmeidiger. Ich habe in dem Falle den Zap auf die 2 eingestellt. Mal sehen, was er so machen wird. Und dann habe ich mir jeweils zweimal 0,15er Nichrom auf 2,5 Ohm zurechtgeschnitten, wenn es in alles gut geht. Weil das wird dann eine Dual-Coil-Wicklung mit 1,2 Ohm Endresultat. So. Der ist nicht so leicht zu schweißen wie der Ribbon. Der Ribbon lässt sich kitterleicht zusammenschweißen. Der hier nicht, der ist etwas zimperlich. Die normalen Nichrom-Drähte, die muss man so leicht schräg gerade treffen, damit die einen guten Kontakt haben. Also ich versuche das mal darzustellen. Wir müssen ungefähr so, oh Moment, ich versuche das mal so zu machen. Das ist jetzt zum Beispiel der eine Draht und das ist hier der Non-Resistance-Draht. Und die müssen hier ungefähr diesen Winkel erreichen. So in diesem Winkel. Und dann sitzt das, weil wenn man das ganz gerade macht, klebt es zwar, aber mit der kleinsten Verbiegung krab ist los. Und wenn man das so ein bisschen schräg so drunter schweißt, hat es eine größere Schweißfläche und trotzdem, ja, wie soll ich sagen, die Schweißübergänge sind ziemlich klein, aber trotzdem halt die Schweißfläche ist dementsprechend, also die Klebefläche von der Schweißung ist auch etwas größer. Das ist beim Nichrom schwieriger zu erzielen. Beim Ribbon-Draht geht das ziemlich leicht. So, jetzt, ich habe den auf die Nummer 2 eingestellt, ist Silberdraht als Non-Resistance. Ja, mal sehen, was der so machen tut. Funktioniert irgendwie nicht. Ich gehe mal eine Stufe runter auf die Nummer 1. Vielleicht klappt es da. Gerät ausschalten. Nummer 1.
bist. Scheint zu halten, aber ich will mich da nicht zu früh freuen. Ja, wie gesagt, meine Kamera ist für solche Aufnahmen nicht geeignet. Ist eine stinknormale Webcam. Da kann ich das nicht so gut machen. Ja, soweit zufriedenstellend. Mal sehen. Nochmal ein Stückchen Silberdraht abschneiden. Ich versuche immer diese Kantenform, diese Knicks, die durch dieses Wickeln hier entstehen, so gerade zu ziehen, dass die Knicke weg sind und halt auch hier immer gerade abschneiden, ohne den Draht einzuknicken. Okay, das ist soweit in Ordnung. Also 0,15er Nichrom mit 0,20er Silberdraht auf Stufe 1 gestellt. Ribbondraht wird im Ayeti zu heiß sein, ist nicht dafür geeignet für ein Ayeti. Aber so für Meshverdampfer, wie man in den letzten Videos sehen konnte, einfach ein Erlebnis. Ja, jetzt mal gucken, was Nummer 2 so sagt von Schweißen. Beim Schweißen sollte man sich da ruhig Zeit lassen, weil schnell, schnell ist hier nicht der Fall. Genügend Fläche hat er, aber der eine ist schon mal fertig. Ja. Mal gucken.
diese Schneidescheren niemals an so Magnetennähen liegen lassen. Das ist nicht gut. Wenn die dann neben den Drähten liegen, dann werden die magnetisiert und das ist nicht so schön. Das ist mir hier passiert durch so ein Tool. Der hat einen Magneten und das wusste ich nicht. Und da lag die daneben. Jetzt ist die Schneideschere magnetisiert. Ja, das ist nicht so schön. Hier bei diesen feinen Drähten braucht man schon eine Lupe, weil mir tun die Augen weh, weil ich muss die richtig anstrengen. Silber. Ismoguro. Die kann man sicherlich auch günstiger kriegen, wenn man ein bisschen im Internet suchen tut. Anstatt da 1,50 € pro Meter zu zahlen. Ich habe die sogar für 80 Cent gesehen, das Meter, aber der Shop war leider ausverkauft. Hatte nichts mehr vom Silberdraht übrig. Und da warten wir, bis der nächste Batch kommt, nächste Lieferung. Schön. Also länger sollte der Draht nicht rausschauen, eher kürzer, aber auch nicht zu kurz. Also ist eigentlich optimal. Da hat man ein bisschen Spielraum. Ja, ich muss jetzt laden. Augen tun weh. War das was? Nein, das war nichts. Das sieht schon gut aus.
Wie gut das wirklich zusammengeschweißt ist, das sieht man dann halt beim Wickeln. Ja. Also, wenn man Silberdraht zusammenschweißen will, muss man da eine Nummer runtergehen als wie gewöhnlich. Und das stelle ich gerade fest. Das war nichts. Das war wieder nichts. Zu viel. Hat er gesessen. Ja, diese zwei Ayetti-Drähte sind ja soweit fertig. Mal kurz nochmal oben Widerstand prüfen, ob das auch 2,5 Ohm sind. Mein Messgerät hat hier einen Eigenwiderstand. Von 0,3. Aha, also wir haben eine 2,5 Ohm Wicklung. Das ist gut. Die andere auch mal überprüfen. Das wird dieser sogenannte Dual Coil Ayetti sein. Auch 2,5 Ohm. Mit dem die schwankt hier ein bisschen. Okay. So, das wird mein Dual Coil Ayetti Setup sein. Ja, ich lasse mich mal überraschen, weil wie diese Dual Coil Setup dampfen wird. Das ist jetzt 0,15er Nichromdraht, 2,5 Ohm pro Strang. Vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss.